Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Bo Entdecker, mein sehr spezielles Gameplay. Mit verschärften Bedingungen, die ihr gerne in der Videobeschreibung nachlesen könnt. Und natürlich unter der Rubrik Gameplay mit Mods und alles im Zeitalter des Krieges Kapitel 4. Es hat sich ein bisschen was getan. Ich bin mittlerweile Level 58, aber ich war jetzt nicht auf Achse. Ich war... Ehrlicherweise war ich hier vorne in dem Camp, habe ab und zu nachgeguckt, habe hier geguckt, habe ein paar Truhen gelootet hier im Dings, aber nicht großartig gekämpft. Die hier habe ich aus dem Lager hier drüben, aus dem Lagerplatz des Blünderers. Da wollen wir die Kollegin auch hier haben. Das heißt, die Kollegin steht jetzt unten, sodass wenn ich dann hier vom Conscript was hole, einfach mich umdrehe, der Kollegin sagt, sei so nett und räum's auf. Und es wird eingetütet. So. Ich habe hier drin den großen Präzisionsfeuerschalenkessel. Ah, ich sehe... Wieso habe ich hier noch Dings drin? Pflanzenfaser. Weiß das jemand? Ne, weiß keiner. Nichts raus. Das kann ich schon mal hier rausnehmen und da drüben eintüten. Dann habe ich hier... Da... Ne, dann doch dir. Doch ja, hier. Den Präzisions-Alchemisten-Werkbank. Also sprich, da sind wir in der letzten Stufe. Ich hatte ja mal mit dem Gedanken gespielt, dass ich hier irgendwie noch die Färberei reinkriege, aber ich glaube, das wird nichts. Und ich will es auch nicht zu voll machen. Ich habe ja eh vor, da vorne vielleicht noch ein Gebäude zu machen. Dann können wir das da machen. Dann natürlich. Das haben wir ja schon beim letzten Mal gehabt. Hier die Werkbänke. Und hier jetzt die Garnisons-Rüstungsmacher-Werkbank. Das heißt, ich kann jetzt mir die besten Rüstungen herstellen, wobei ich ja noch nicht Level 60 bin. Das heißt, die epischen kann ich eh nicht machen. Hier dann die Präzisions-Zimmermann-Werkbank. Die ist eigentlich interessant. Da ist irgendwas schief gelaufen. Drüben fehlt mir auch was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht 226 isoliertes Holz hergestellt habe. Und drüben hatte ich ja auch nur noch... Ist mir egal, das ist halt so. Die ist halt deswegen auch interessant, weil man hier jetzt nur noch zwei Holz braucht, um ein geformtes Holz herzustellen. Und theoretisch nur 5 Holz, um Rinde herzustellen, wobei das natürlich absolut Blödsinn ist. Vor allem, wenn man Conscript hat, dann kann ich die Leute gleich zum Rinde holen schicken, das Rinde ein Nebenprodukt dessen, was sie an Holz mitbringen, ja. Okay, also das heißt, da sind wir auf dem aktuellen Stand. Was ich noch nicht machen kann, ist die neue Gerberei, weil da brauche ich gehärtetes Leder. Das kann ich aber noch gar nicht herstellen. Das heißt, das kann ich erst mit Level 59 herstellen. Aber deswegen habe ich auch schon angefangen, die alchemistische Grundsubstanz zu machen. So. Als ich unterwegs war, habe ich was Nettes gehabt, und zwar zwei. Danke, da ist schon wieder einer tot, den zerlegen wir natürlich. Nein, den hier will ich. Zwei Ambushs. Also ein Ambush mit zwei Wellen, und die beiden Wellen... Ne, muss ich aufpassen. Die erste Welle waren zwei Jungtiere. Die zweite Welle waren Gegner, und die dritte Welle waren dann wieder Jungtiere. Ich habe also den Wolf... Also da war es dann nur ein Jungtier. Ja, ich glaube, das war bloß der Wolf. Und einmal ein Jaguar und ein Panda. Oder, also wurscht. Auf jeden Fall in zwei Wellen drei Jungtiere. Aber Pech gehabt, ist keine mächtigere Version rausgekommen. Also das ist schade. Dann habe ich hier oben noch eine schöne Türe eingebaut. Ich habe hier den 2x2 Rahmen aus der Mod vom Mulligan benutzt. Da gibt es da eine, wo ich dann normale Türen einsetzen kann, und die werden dann einfach größer gemacht. Und ich glaube, bei dem Tor sieht es einfach auch noch cool aus. Jetzt werde ich aber jetzt eh sagen, das soll es offen lassen, weil wenn ich es in die andere Richtung aufmache, steht es hier drüber. Das sieht ein bisschen blöd aus. Okay, dann habe ich... Nee, das ist aber auch doof. Haha. Okay, das ist wirklich doof. Dann habe ich... Ich glaube, das war da auch noch nicht dabei. Ich habe die Wächtermontagebank, also die Golem-Werkbank aufgestellt. Ne, das ist die
Ja, das ist eigentlich die Montagestation und das ist die Werkbank. Jetzt seht ihr gleich, was ich meine. Jetzt steht es über. Muss ich es wieder zumachen. Und dann sind wir, glaube ich, jetzt wirklich auf dem neuesten Stand, oder? Ja. Was ich vorhab, ist natürlich heute, ich will gucken, dass ich irgendwie auf Level 60 komme, damit ich dann wieder in Ruhe Zeug herstellen kann, etc. Wir werden auf jeden Fall hier. Ah ja, genau, das ist aus einer Mod. Das ist ein schöner kleiner Brunnen. Das ist die. Wie nennt sich's? Desert irgendwas. Und der passt da schön hin. So. Wir werden jetzt die Dekoration, oder? Karte, wo haben wir es denn? Oder ist es unter. Instrumente, Golem, Gefährten. Lager, Leuchten, Schlafzimmer ist garantiert nicht. Brunnen, Bilder, Bücher. Es ist Werkstätten, Dingenskirchen, Zauberei. Nö, nee, das ist auch nicht. Oh, die muss ich auch noch aufbauen. Shitkram. Wo finde ich den Kartenraum? Karten? Nee, nicht Akten. Sag mal, dicke Finger. Karten, da habe ich einen Kartenraum. So, und jetzt baue ich da dafür. Den stelle ich. Ich kann die kleine Version noch nicht bauen, weil die kann man erst mit Level 60 bauen. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal die große aufstellen. Und dann gucken wir mal, was fehlt. Die braucht. Da habe ich. Ich brauche verderbten Stein. Shit, da habe ich nicht dran gedacht. Da habe ich nicht dran gedacht. Okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall 400 verderbten Stein, weil ich natürlich gleich den zweiten auch machen will. Da kann ich es nicht herstellen. Dann ist es hier. Was braucht der? Dämonenblut, Wundsekret und Stein. Dann machen wir gleich mal 400. Damit ich zwei Kartenräume herstellen kann. Und wenn ich jetzt eh auf die brauche eine Weile, glaube ich. Ja, wird ein paar Minuten dauern. Dann ist die Frage, was man derzeit machen. Dann könnte ich jetzt erstmal oben weiterbauen. Ich habe wieder Stein. Damit ich da auf jeden Fall. Ich habe momentan mein Bett hier stehen, aber ich will ja eigentlich in meine eigenen Räume hier oben rein. So, und hier ist dann die Frage, ob ich hier sozusagen gleich diesen Rundgang mache. Oder ob ich hier zwei Stockwerke drauf packe. Das weiß ich auch noch nicht. Aber ich glaube, ich werde nur eins machen. So. Eins, zwei. Ich werde trotzdem hier irgendwie in die oberen ins obere Stockwerk reinkommen müssen. Weil, wenn wir jetzt hier das Dach machen, egal. Also, ihr seht ja, das wird auf jeden Fall. Wenn ich jetzt ein Dach hier mache, dann komme ich zwar schräg rein, aber die Frage ist, will ich so ein bisschen. Boah. Oh, super, Dankeschön. Muss was anderes. Ich gehe jetzt einfach mal und baue die. Einfache Wald. Nee, Quatsch. F. Das hier kann ich löschen. Dann gehen wir Gebäudeteile, Sandstein. Sagen wir mal, wir machen wirklich die einfachste Variante vom Dach. Das wäre die hier. Und ich gehe jetzt mal bloß auf einer Seite so weit rein. Bis. Ach, was mache ich denn? F. Dann brauchen wir das hier.
So, dann brauchen wir das hier. Und dann käme... Wohl, so hoch ist es gar nicht da oben, gell? Falsches Spiel. F. Dann sind wir eigentlich schon oben, gell? Ich hätte das gedacht, dass das... Aber es wäre trotzdem interessant, eventuell einen Zwischenboden einzuziehen, oder? Das macht keinen Scheiß hier. Ich will hier nicht aufs Dach erzählen. So. Wenn ich jetzt hier einen Boden einziehe, das ist das, was ich überprüfen wollte. Folgendes. Jetzt gehen wir mal her und ziehen noch einen Boden ein. Aber nehmen wir hier, wenn dann wieder den richtigen. Ah, unbearbeitetes Holz. Und zwar brauche ich... Wollen wir mal ganz kurz gucken. Ich glaube... Ist egal eigentlich, Hauptsache ich tue sie immer in dieselbe Richtung. Wisst ihr, was ich da mache? Mache ich anders. Das hier hole ich mal hier hin. Ich muss mal gucken, wie das aussehen würde. Nee, da könnte ich eigentlich genau, da könnte ich das machen. Passt auf. Ich will es eigentlich so. So würde ich es wollen haben. Aber dann würde ich das sogar eher hierher. Das ist egal, oder? Also das mal weg. Und dann machen wir das so. Wie schlimm sieht es aus, wenn ich jetzt hier so eine Treppe habe? Eigentlich wäre das okay. So. Also, dann machen wir das mal so. Nein. So. 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 Und jetzt können wir hier oben nämlich dann nachher variieren mit den Dachelementen. Und zwar könnte ich mir dann vorstellen, machen wir das mal anders und dann ist hier wieder weg. Genau, ich muss ja eh jetzt ein bisschen warten. So. Schwupp, alles weg. Sehr schön. Jetzt gehen wir her und sagen Sandstein. Und ich spielere mal jetzt um und sage da, da, da. So. Dann hätte ich hier normale Wände. Doch, das können wir sogar machen. So, auf, wir machen das mal so. Da mal. Ich habe weiter am Überlegen, ob ich irgendwie Balkon hier... Ah, nee, wisst ihr, was ich mache? Das ist noch viel... Das ist noch viel fetziger. So, jetzt passt mal auf. Keine Ahnung, wie das nachher aussieht. Also, wir gehen her, nehmen den da.
Hier ist falsche Seite. Die da ist es, genau. So, dann kommt der dahin. Der dahin. Und dann kommt der dahin. Dann nehmen wir die andere Seite. So, und jetzt machen wir hier was ganz Tolles, indem ich sage, weißt du was, ich mache hier oben einen... Da komme ich hoch, das geht, ja. Wie gesagt, ich habe noch keine Idee, ob das funktioniert. So, Außenseite. So. Jetzt brauche ich Wände. So, jetzt hätten wir eigentlich... Also hier brauche ich noch eins. So. Und jetzt gehe ich her und... Also hier brauche ich auch noch welche, genau. Na, hol dir doch. So. Und jetzt... Vorsicht, Falle. Wie kriege ich das jetzt hier in ein normales, schräges System rein? Wenn ich hier nochmal eine Wand drauf mache... ich muss mal was gucken. Sagen wir mal rein theoretisch. Ich mache hier noch eine Wand drauf. Was habe ich jetzt hier für Elemente, die wir sinnvoll einbauen können? So, da haben wir das Element. Nee, nicht V. F ist daneben. Rein hypothetisch. Okay, das sieht vielleicht gar nicht so blöd aus. Weil ich will ja hier sozusagen wirklich eine Überdachung haben. Oh, ich brauche keine Fackel mehr hier. War das jetzt richtig? Ne, das war doch... Einer von den beiden ist falsch. Ja, der hier ist falsch. So muss es sein. So, dann haben wir diese... Und hier noch. Wie gesagt, das Ganze muss ich mir dann eben nochmal angucken, wenn ich da mit dem finalen Bauzeug arbeite. Na komm hier. So. Also. Jetzt brauche ich erstmal, damit ich hier nicht runterplumpse aus Versehen. Ich brauche auf jeden Fall Zäune, Strandgut, da haben wir es. Oder fehlt noch eine Mauer? Und da auch. Na, dann hol dir doch das Zeug, danke. So. Okay, und jetzt würde ich wieder zumachen.
Damit ihr seht, wie ich das hier meine, da wäre das dann so zu. Und das wäre dann... Nein, falsch. So zu. Das ist der Plan. Und dann kann ich hier oben ganz normal... Also machen wir das mal fertig. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Weil da ist die... Nee. Das kommt da rein. Ich glaube, das habe ich doch vorher falsch gemacht, oder? Ja. Ich muss natürlich hier die Innenseite machen. Shitkram. Das ist die Innenseite. Nee, eigentlich muss ich schon die Außen... Ja, das ist jetzt natürlich super doof. Weil, wenn ich jetzt das hier drauf tue, dann ist das Innenseite, ist klar. Innenseite, Innenseite. So, das bedingt aber, dass ich jetzt hier eigentlich auch Innenseite mache. Warum? Damit hier der Abschluss sauber ist. So, jetzt gucken wir mal hier. Das wäre dann der hier. Ja, genau. Ich muss es so machen. Sonst sieht es hier doof aus. Das heißt, hier muss ich es nochmal wegmachen. Nee, hier habe ich Außenseite, Außenseite. Außenseite, Außenseite. Da stimmt's. Hä? Bin ich jetzt... Außenseite, Außenseite. Außenseite, Außenseite. Ich glaube, ich bin... Dann habe ich hier irgendwo was falsch gemacht. Nee, natürlich muss es hier dann auch die Außen... Nee, das kommt dann dahin. Genau, jetzt stimmt's doch. Bei dem Part sehe ich den. Ah, doch, den würde ich sogar sehen. Ah, okay. Ich... Also folgendes. Den Part sieht man. Dann müsste das die Außenseite sein. Doch, dann habe ich schon richtig gemacht. Oder ist es egal? Bin ich jetzt hier der Korinthenkacke, oder? Das machen wir anders. Dann kommt das so rein. Hier muss ich immer die sichtbare, die Innenseite haben. Damit ich dann in dem Außenbereich, da habe ich... Nee, dann ist es hier. So. Ihr versteht mich. Wahrscheinlich gleich. Oder gar nicht. Ups, das wäre hier wieder fast ein... Oh nein, das war falsch. Muss ich aufpassen, ich will nicht selber hier den hier. Ah, das ist jetzt falsch. Vorsicht. Der hier. Ja. So. Ich werde nachher mal kurz eine Schwebeeinlage machen, damit ihr versteht, was ich meine. Da stimmt's. So, und da muss ich jetzt... So. Okay, das ist das. Und jetzt kommt oben das finale Dach. So, jetzt können wir wieder verspielt, wenn wir wollen. Wollen wir? Wir wollen, oder? Wollen wir verspielt sein? Ich könnte jetzt noch einmal das hier machen. Komm. So, und jetzt brauchen wir wieder das hier. Da müssen wir jetzt aufpassen. Das ist jetzt wichtig. Und das Gegenstück. Nein, das war jetzt falsch. Dann ist es das hier. Ja. Okay, dann holen wir uns noch die Geländer. Wie gesagt, ich werde nachher wirklich meine eventuell eine Fliegeeinlage machen, damit ihr seht, was ich meine. Da haben wir schon Geländer, da haben wir schon Geländer. Okay. So, gehen wir in die First Person. Schöne Aussicht von hier oben. Und selbst wenn es regnet, was es hier nicht tut.
Das sieht doch ganz brauchbar aus. Das waren noch ein paar schöne Türen. Und da ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt hier oben? Wir können eher was. Isoliertes Holz. So, und hier oben kommt dann eine Lampe rein. Oder vielleicht auch mehrere so. Und das ist sozusagen dann mein Wohnraum. Eigentliche Wohnraum. Genau. Das ist die. Z Dann jetzt gucken wir mal das Ganze von unten an. Da kommt dann noch. Also das Ganze müsst ihr euch so vorstellen, dass dann da auf der Höhe, wo der Balkon ist, dann noch diese abgeschrägten Pagodendächer oder sowas hinkommen. Und da oben das dann auch eher ein bisschen verspielter wird. Im Moment ist die Brüstung sogar eher, nimmt ein bisschen was, dieser Außenring, der nimmt sogar ein bisschen was vom Ding weg. Also wenn ich jetzt nicht auf das Yamatai gehen würde, würde ich hier die Außenfassade noch ein bisschen anders gestalten und den Turm an sich so lassen. Weil ich finde, der hat was. Ich weiß ja nicht, ob ich ganz oben die Spitze so lasse oder ob ich dann ganz normalen Abschluss mache. Das könnte auch sein. Das muss ich mal gucken. Aber so grundsätzlich ist mein Wohnturm jetzt mal fertig. Das heißt, hier ist dann der, keine Ahnung, Dingenskirchenraum halt. So, und dann können wir hier das Bett. Nee, ich will nicht da drunter. Oh, nee, vor allen Dingen nicht, weil das ja wirklich ein Respawn-Punkt ist. Den darfst du dir nicht verbauen. Und da muss ich mir noch was überlegen, weil ich natürlich ziemlich sicher die Art von Treppe nachher nicht habe. Ob ich da dann doch nochmal umbauen muss, um mit Wendeltreppen zu arbeiten. Was schade ist, weil Wendeltreppen brauchen etwas mehr Platz wie die hier. Aber wenn es so ist, ist es so, kann man auch nichts machen. Das ist jetzt erstmal der Plan. Also, dann gucken wir mal, was unsere verderbten Steine machen. Oh, die brauchen noch ein bisschen. Die brauchen noch ein bisschen. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir machen jetzt hier für euch ein kleines Päuschen, glaube ich. Weil ich will auf jeden Fall den blöden Kartenraum platzieren. Und dann einen Kartenraum mitnehmen und Sepomeru besuchen. Warum? Weil mir fehlen noch Rüstungsmacher, namhafte. Und bevor ich dann wirklich meine Rüstung hier teuer für teuer Gedöns mache, da will ich auf jeden Fall dann den besten Rüstungsmacher haben. Die andere Sache ist, ja, ich brauche auf jeden Fall eine epische Rüstung, so oder so. Also jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Ne, wir können was anderes machen. Das ist. Ne, das können wir noch nicht machen. Tüftler. Das könnten wir machen. Da kriegen wir dieses Demontage-Kit, das mehr ist. Kriegsherren. Episch können wir nicht. Steinmetzmeister. Belagerungskessel könnten wir durchziehen. Also, Schaurke, da wollte ich was testen. Shitkram. Habe ich da was mitgenommen? Spectre Coding? Nein. Also, da war die Frage.
Es gibt ja, wenn wir uns den Auftrag angucken, Reise, 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 hier. Also, die holen wir uns jetzt auch gerade. Reise wechseln. Ist ja klar. Gegner, Beweglichkeit, Attributpunkte, Attributpunkte, Gift herstellen oder beschaffen. Da weiß ich zum Beispiel nicht, ob Spectre Coating, also diese Geisterbeschichtung, ob die dann als Gift gilt. Und ob ich, wenn ich das dann auftrage, auch als Gift gilt. Ich würde sagen, nein. Warum? Weil ich muss den Gegner mit Gift töten. Und das würde mit Spectre Coating tötest du niemand. Ich will jetzt aber auch nicht Richtung Norden hochreißen. Also, das machen wir anders. Das kläre ich an meinem Testspiel. Ich habe ein Singleplayer-Game. Da teste ich das und dann sage ich Bescheid. Das heißt, ich werde jetzt hier mein Gift benutzen, damit wir den fertig machen können. Gift. Also Gift. Oh, ich muss eh kurz eintüten gehen. Tüte, Tüte, Tüte. Hier, so. Und es ist natürlich wirklich die Überlegung, ob ich zum Beispiel sage, weißt was, bei stärkeren Gegnern macht Gift ja wirklich Sinn. Wie viel wiegen die denn? Nehmen. Die wiegen. Oh, ja, das ist so scheiße viel. Ich bleib so viel Gelumpe mit mir rum mittlerweile. Gut, den kann ich nachher irgendwann mal abgeben. Den könnten wir eigentlich mal kurz gucken, ob der was Neues zu labern hat, wenn wir den hinstellen. Wenn nicht, dann können wir den eh stehen lassen. Den würde ich als Alleinunterhalter bei mir ins Schlafzimmer stellen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das hier so lasse. Wenn ich ganz ehrlich sein, es nimmt doch eine Menge Raum weg. Dann tun wir den mal hier hinstellen. Retired him of the Giant Kings. An artifact of singularly unimpressive power. My former master, known as the Priest King, used to wear it as a symbol of his authority. His head looked like a carrot with a silver belt wrapped around it. Well, certainly provided him with all the qualities you'd expect of an elderly authority figure. Stuffiness, a great love of his own voice, and the inability to control his bowels. The last time I saw his face, I was tumbling down into the dregs. It was right before he went north to do battle with his half-breed son, Tyrus. I checked the northern battlefield. Someone has probably smelled him. Okay, das war jetzt wichtig, weil das ist sozusagen dann der erste Auftrag, den ich von ihm kriege, nach dem Diadem zu suchen. Da lasse ich den jetzt erstmal hier stehen. Solange ich dann da nicht weitermache, brauche ich den Kollegen nicht. Und ich vermute, wenn ich dann das Diadem habe, wird er mir den zweiten Auftrag geben. Das ist ja nett. Das ist okay. Dann würde ich sogar dieses Mal die Gegenstände in der Reihenfolge holen, wie der Stab es empfiehlt, damit er mir die passende Geschichte erzählen kann. So, jetzt habe ich. Also, ich habe trotzdem 55%, also wenn ich fünf von denen habe, sagen wir mal, ich mache das jetzt einfach mal. Ich sage, ich will immer fünf Stück haben, oder? Dann sorgt meine Tante hier dafür, hier, meine Kellnerin, die sorgt dafür, dass mein Inventar immer voll ist. Und jetzt habe ich was anderes. Jetzt muss ich nämlich gucken, ob ich meine Blutkristall-Chakrams überhaupt vergiften kann. Nein, warum nicht? Weil die nämlich schon selber zwei Effekte hat. Das hat Bluten von Haus aus. Das haben alle Messer und Dolche. Das wäre in Ordnung. Aber sie hat eh noch Abtrennen. Das heißt, da brauche ich jetzt mal ganz kurz andere Waffen. Könnte ich mal. Und da haben wir das nächste Problem. Da habe ich die Bluten und die hat Erkranken. Da kann ich es auch nicht auftragen. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Ihr habt zwar Wump gehört, aber ich habe immer noch fünf. Geht nicht. Jetzt muss ich mir tatsächlich einen Satz Dolche machen. Ah, nee, halt, halt, halt. Irgendeinen von denen habe ich doch. Die da. Die hat die hier. Dann nehme ich die. Und dann kann ich. Tue ich mal das hier kurz rein. Die Dolche auf 3. Und die kann ich auch vergiften. So, Waffe mit Gift versehen. Und jetzt muss ich einen Gegner mit Gift töten. Und da ist das Hauptproblem meistens, du darfst ja nicht, die müssen ja am Gifttick sterben. So, und da habe ich jetzt das Problem. Ihr seht, der hat schon mehr wie die Hälfte vom Leben weg.
und wird ganz sicher nicht am Gift-Tick sterben. Und wenn ich jetzt nochmal zuschlage, zählt's nicht, weil ich ihn jetzt erschlagen habe. Das heißt, ich muss das anders machen. Ich brauche einen Gegner mit ein bisschen mehr Leben. Oder kriege ich den... Nein, zählt auch nicht. Okay. Das ist doof. Ja, komm her, die kann ich auch gleich tot machen. Aber ich sollte eigentlich das Gelumpe mitnehmen. Also so dicke habe ich sie eigentlich auch nicht. Ideal wäre jetzt ein größerer Gegner. Wo kriege ich jetzt auf die Schnelle einen größeren Gegner her? Das hier kurz raus, das hier rein. Ich hätte eine Idee. Da drüben ist doch der Miniboss. Also der läuft unter Boss, hat aber nur einen Schädel. Der müsste eigentlich gehen, oder? Ah, nee, ich habe noch eine bessere Idee. Ich probiere noch ein Ding. Und zwar, wenn ich mit dem leichten Schuss mit den Giftpfeilen den nicht ganz töte, dann könnte es lang, dass mir der Stapel mit dem zweiten Tick den Gegner tötet. Das teste ich noch schnell. Ach, da guckt er. Wie bestellt? Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich auf jeden Fall... Komm, sterb, sterb, sterb. Blut aus oder Ticket. Hat nicht gezählt. Ja, weil ich Bluten mit drauf hau. Ich muss, das ist... Ah, halt, halt. Ah, das ist egal, das habe ich schon angefangen. Nee, ich würde eigentlich das hier nehmen. So, Schattenblüte. Jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. So, jetzt machen wir was anderes. So. Zwei Ticks hat er drauf. 10, 7, 4, 1 und geklappt. Die Pfeile machen initial nicht ganz so viel Schaden. Und das hat mich jetzt sozusagen hier. Deswegen habe ich auch die Seetpfeile ganz gerne. So, okay, also. Wir haben Reise. Übrigens, ich habe geguckt, also von den einfacheren, ja, schnell umsetzbaren Reiseschritte langt es mir nicht, um auf 32 zu kommen. Ich komme, glaube ich, bloß auf 31 insgesamt nachher. Ja, das ist ein bisschen doof. Da muss ich dann irgendwas Dickeres angehen, aber... Mal gucken. Also, jetzt müssen wir erstmal hier das Zeug verräumen. Also, dann gucken wir nochmal Reiseschritte. Was können wir noch machen? Da haben wir jetzt die... da habe ich ja die ganze Zeit drauf gewartet, auf die Ausbalancierung. So, jetzt haben wir einen Soldat. Da kann ich noch nicht, weil... Attribute. Ich brauche noch 3 Punkte. Nee, ich glaube, ich 8, 2 Punkte. Damit ich hier auf 10 komme. Das heißt, noch 2 Level ab. Mit Level 60 kann ich das Ding machen. Ich könnte jetzt die Punkte resetten, aber hier habe ich keinen Bock drauf. So, dann haben wir... Rüstungsmeister, ich sag, geht noch nicht. Episches Rüstungsteil, Tüftler. So, Waffe, einfaches Reparaturkit, beschädigte Waffe reparieren. Rüstungsleerschmied, dünne Rüstungsplattierung herstellen, dünne Rüstungsplattierung. Einfaches Werkzeug, ein Werkzeug zu sehen, Flüssigkeitspresse. Das machen wir jetzt nicht zusammen. Das mache ich als nächstes dann offscreen. Das ist blöd. Doof. Mal gucken, ob es was Besseres gibt. Kriegsschmied ist episch. Steinmetzger hat Belagerung, glaube ich nicht. Ich will jetzt die Punkte auch nicht verballern. Lehnsherrn. Das wäre auf jeden Fall interessant. Ich brauche aber einen kompetenten Handwerker. Und den unterwerfen. Ein named Handwerker. Da könnten wir rüber. Das kann ich auch. Das ist auch eins der blödesten, weil ich muss noch einen Fohlen fangen. Sattlereiwissen mache ich auch noch nicht. Koch. Uiuiuiui. Also, das können wir mal kurz... So. Über einem Lagerfeuer Fleisch kochen. Ah, sicher ist sicher. Gib das mal her.
Ich werde das mal testen, aber ich vermute mal, dass es nicht geht. Also, eins. Mal gucken, ob das auch zählt. Oh, hat gezählt. Gut. Alles, ich nehme alles zurück. Steine in einen Mahlstein legen. Ich glaube, den muss man da, damit es gemahlen wird. Probieren wir es mal aus. Zehn. Oh, ich muss mal was gucken. Nehmen. Was hat, sind die durch? Ja. Ne, die kommen da rein dann. Und du bist auch durch. Jawohl. Dann muss ich demnächst wieder Schwefel besorgen. So. Ach, was? Habe ich jetzt die. Ja, die habe ich, die 10. In einen Mahlstein legen. Dann habe ich Fischfalle benutzen oder platzieren. Oh, das ist gut. Das kann ich eh gerade machen. Dann können wir die gerade noch holen. Auch ein interessanter Bug. Ich kann ja hier drauf gehen. So, und dann kann ich ja hier, ihr seht es jetzt rechts, hier das Highlight. Und dann kann ich die, so, mit Q kann ich das entsprechende Feld leeren. Oder auch nicht. Das geht. Manchmal geht's. Und manchmal geht es nicht. Und wenn es geht, dann geht es immer nur beim ersten. Also wenn ich jetzt hier reingehe, dann geht es. Also hier jetzt bewegen. Q, jetzt hat er es weggemacht. Und jetzt gehen wir hier rein. Ne, Entschuldigung, jetzt wird es wieder gehen. Q, weil ich das Ding einmal auf und wieder zugemacht habe. Jetzt gehe ich ins nächste rein. Q, geht nicht. Weil sobald ich nur mit diesem Schnelllooten, ohne dass ich das Inventar aufmache, arbeite. So, das hat geklappt. Alles neben. So, dann machen wir. Alles nehmen und alles nehmen und alles nehmen und alles nehmen. So, was brauche ich noch? Trockenfleisch herstellen. Okay, dann kann ich das hier mal kurz eintüten. So, das daneben, dann fängt er mit dem Stapel an, habe ich das Ding raus, ja. Trockenfleisch herstellen, das können wir auch. Dann nehme ich jetzt hier auch ein Fleisch raus. Und dann geben wir hier zum Trockner. Ich habe übrigens Brot gebacken. Das Coole am Brot ist, es ist wirklich lange haltbar. Aber es macht Durststich. Passt mal auf. Ich trinke mal schnell was. Also wenn ich es richtig gesehen habe. Trink mal was. Also ich bin jetzt 100%. Und dann tue ich ein Brot essen. Da. Und ist immer noch. Okay. Ich nehme alles zurück. Außer weil ich jetzt gerade den Buff habe. Vielleicht. Ich weiß es nicht. So, das hier nehmen wir wieder auf. Und tun das wieder ins Viertel rein. Trockenfleisch. Und in einem. Ah, Fischstreifen. Shit, shit, shit. Schnell, schnell, schnell. Aber das geht nicht. So schnell sind die nicht. Also, dann machen wir 5 Stück davon. 5. 5. 5. In einem Herd. Und dann haben wir die Fischstreifen. 5 herstellen und nicht vergessen anzumachen. So. Und dann haben wir sättigende Mahlzeit. Ah! Das, was war denn das? Was war denn das? Ich meine, das hier ist zum Beispiel. Oh doch, es zählt. Alles klar. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Ich habe noch nicht mal was behauptet, ein behauptes Gegenteil. Also, wir haben den Koch abgeschlossen. Super, ich krieg exquisites Fleisch. Übrigens, da war jetzt, nagel mich nicht fest, ich glaube, der Jaguar und oder der Wolf, ich glaube, beide brauchen das exquisite Fleisch, um eine 20%ige Chance zu haben. So. Das hier will ich eigentlich so. Das wäre mal geklärt. Dann Brauer ist mir jetzt. Ah, ich brauche Fermentierung Gedöns. Ich brauche Bienen, bla bla bla. Meisterkoch. Schwarzes Eis, Hammer. Kühlkiste freischalten, Hammer. Lebensmittel aufbewahren, Hammer. Verbesserter Herd. Ne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Müsste ich Punkte investieren. Bergsteiger, Fingerzahnfels klettern. Ich weiß, ach, das ist. Wenn man nicht so viel Leben zur Verfügung hat, vielleicht gar keine so gute Idee. Handwerker, Power. Haben wir auch noch nicht. Ich habe noch nicht mal ein Plätzchen. Dungeon-Forscher. Also, ihr seht, es sind jetzt noch ein paar einfache und dann wird es aber auch schon kompliziert. Und also, das. Den können wir schon mal aufstellen. Dann habe ich den schon mal den Kartenraum. Das war Karten. Da ist er. So. So, ich will noch mal kurz was gucken. Das da ist Norden, ja. Und ich will mich jetzt nach Norden ausrichten. Was blöd ist... okay, kann ich mit der Sichel? Aber Sichel... Ja, ich will aber jetzt hier keinen riesen Kartenraum bauen. Also, wenn ich dann die kleinere Variante bauen kann, dann kommt das Ding natürlich so. Jetzt können wir mal gucken. Das ist am Sinkloch. Das ist Abschaumtiefen. Und das ist der in der Nähe von Sepemeru. Das wäre nämlich genau der Punkt, warum ich dann gerne den zweiten mitnehmen würde. Weil dann würde ich den dann in der Nähe von dem Obelisken bei Sepemeru machen und könnte für die Rückreise... Zumindest bis zum Sinkloch. Wobei ich da... erstmal wahrscheinlich keinen Kartenraum aufstellen würde. Ich würde das hier im Prinzip als den südlichen nehmen. Weil das Sinkloch ist schon ein Stück weg. Gell? Wenn man hier dann auch einen platziert. Wenn man hier oben unterwegs ist. Ja, das muss ich dann sehen, weil im Prinzip ist es nur am Anfang teuer. So, ich würde jetzt aber trotzdem Folgendes machen. Der braucht noch ein bisschen. Wir machen jetzt ein Päuschen und ich hole euch dazu, wenn ich den fertig habe. Wir gehen dann nach Sepemeru, stellen dort oben beim Kyle Stronghold den zweiten Kartenraum auf und gehen dann eine Runde shoppen mit den lila Lotuskugeln, oder? Das machen wir so. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann bin ich wieder reisefertig. Hat eine ganze Weile gedauert, bis die blöden Steine fertig waren. Also, zwei kleine Änderungen, die ich schon mal gemacht habe. Das eine ist, ich habe hier schon mal die Schiebetüre reingemacht. Zweimal, einmal zwei. Das große Tor sah mäh aus und das habe ich jetzt geändert. Dann habe ich mir schon mal eingetütet ein großes Rad der Schmerzen. Und da gehe ich jetzt auch auf den Reisedingskirchen. Entschuldigung. Das war doch hier oben irgendwo. Lehnsherrn, genau. Größere Benutzer oder platzieren, das machen wir dann nachher. Und ich hoffe natürlich, dass ich einen kompetenten Handwerker unterwerf und eventuell sogar einen einzigartigen Kampf im Leibeigenen platzieren kann. Das heißt, je nachdem, was wir dort finden. Und dann muss ich einen auf 20, Level 20 bringen. Und ich hoffe, die hat noch ein bisschen, dass das dann gilt, wenn ich die dabei habe. Das wäre natürlich dann ideal. So, die sind gebufft und gefüttert. Die ist gebufft und gefüttert. Das Viertel hat einen Teil von meiner Ausrüstung dabei. Weil ich werde ja nachher gleich den Kartenraum bauen.
Und jetzt muss ich bloß gucken. Das ist es nicht. Das müsste es sein, oder? Gucken wir mal, wenn nicht, dann war es Blödsinn. Dann müssten wir jetzt an der richtigen Ecke rauskommen, nämlich bei Kells Stronghold. Jawohl, das passt. Dann können wir da unten den Kartenraum hinstellen. Kommt mal alle hierher. Ich reite mit dir runter, damit ich dich gleich neben mir habe, weil. Wie gesagt, das wird geändert, sobald ich. Okay, ich werde jetzt erstmal nichts ändern. Jetzt gucken wir mal, was kommt. Ob wir kämpfen oder fliehen. Weil, solange ich nicht die gute Rüstung habe, ist es natürlich alles. Jeder Kampf ist ein erhöhtes Risiko. Oh ne, das können wir machen. Das war gut. Ich habe mir das. Bei einem der ersten Besucher habe ich ja das, den verlässlichen Schlächter mir besorgt gehabt, da wo man in der Abschaumtiefe war. Den habe ich jetzt dabei als Hackmesser. Und ich habe den Liebesknüppel als Keule. Das ist eh meine Lieblingskeule, davon mal abgesehen. So, jetzt muss ich bloß aufpassen. Jetzt gehe ich mal hier gleich in das rein. Nein, ich wollte eigentlich. Nee, ich warte. Ich warte kurz, ob nochmal ein Dings kommt. Hätte eigentlich gelangt wahrscheinlich. Hier ist ein schöner Platz. Also ich brauche. Das auf jeden Fall. Das hier nicht. Das, das. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber das hier brauche ich auf jeden Fall nicht. Das brauche ich auch nicht. Dann gehen wir hier auf Karte. Und dann Werkstätte. Nee, Karten. Gebäudeteile. Da. So. Das platziere ich jetzt einfach mal. Nee, ich will es natürlich auch wieder sauber machen. Das ist Norden, was ich da sehe. Das heißt, so wäre es richtig. Prima. Das heißt, jetzt habe ich hier auf jeden Fall einen Kartenraum. Na. Oh, den hier will ich. Ich habe aber zu viel Zeug noch in der Tüte. So, dann kriegst du nach Typ. Du kriegst das, das, das. Brauche ich das? Ist egal. Ich frag nicht. Ist mir auch wurscht. Und dann reiten wir nach. Suchen wir uns ein nettes Plätzchen bei Sepomeru. Und machen noch einen ganz kleinen Rundgang. Ich würde gern die Ebene benutzen. Also erstmal den hier. Dann. Nein, Quatsch. Ich will auch das hier. Das wäre jetzt fast. Ich hätte schier einen Gaul unterm Arsch weggebeamt. Das wäre natürlich noch. Das wäre es gewesen, oder? So. Wir können ja schon mal durchreiten, was ich auf jeden Fall mitnehme. Blöde Frage, das werden wir nachher gleich sehen. Ich glaube, beim Alchemisten ist es so, ich brauche nur irgendeinen, damit ich aus Rinde und irgendwas Öl herstellen kann. Das war ja nichts Besonderes, wenn ich mich nicht irre. Das werden wir sehen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall einen Alchemisten mir besorgen. Und mal gucken, was ich an sonstigen Einwohnern mitnehmen kann. So, jetzt steige ich aber ab, damit ich nicht außersehen jemand anrempel. Sowas haben wir hier. Blacksmith, und du bist auch nichts Namhaftes erkennen. Das müsste was sein. Das ist ein Sklaventreiber. Wer jetzt? So, das ist ein Fighter. Das ist ein Koch. Oh, sogar ein namhafter. Das könnte man sich überlegen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man einen namhaften Handwerker platziert, das ist ja ein Koch gilt ja dann auch. So, da gucken wir später rein. Das müsste ein Captain sein. Das müsste eigentlich als Fighter akzeptiert werden. Das werden wir testen. Speerausbilder ist doch ein.
Eine Armor Ensel? Kleinen Moment, da google ich mal. Google Ensel. Das ist doch kein Rüstungsmacher. Ich will hier nicht meine Kugeln vergeuden. Ensel. Doch, T4 Armorer. Und was ist es für einer? Gewicht. Ja, okay, aber besser wie nix, oder? Nee, komm. Da bin ich jetzt schleckig. So, jetzt gucken wir mal hier oben. Da vorne haben wir noch welche. Hier, da kann ich irgendwann mal bei Gelegenheit durchgehen und die ganzen... Oh, die nehme ich mit. Die ganzen Dingenskirchen lernen, die ganzen Zettel, die Emotes. So, jetzt gucken wir mal hier schnell. Blacksmith. Und Rüstungsmacher 1. Okay, hier war jetzt nichts dabei, wo ich sage, okay, super. Ach, der Named Heinz, das könnte, aber na, wie gesagt, da bin ich jetzt aber schleckig. Da würde ich lieber... später nochmal nachgucken. So, jetzt müssen wir... Oh, das ist die blöde Ecke. Da reite ich jetzt. Genau deswegen hört das. Aber die nehmen wir draußen mit. Und zwar, das ist jetzt die Frage, mache ich jetzt hier vor dem Tor oder vor dem? Jetzt gucken wir mal, die Brawler müssten jetzt gleich kommen. Kommen sie bis hierher, Westwall? Da kommen sie. Die sind nicht ohne, also von daher. Also schadenstechnisch. So, geht mal hier rüber. Ja, ich hab. Ja, doch, komm, nimm mal mit. Vorsicht, Falle. Ich muss mir eh überlegen, wo ich jetzt weiter Zeug sammle. Weil Zeph müsste ich eigentlich schon fast für die nächste Stufe genug haben. Und da mache ich eh nicht mehr. So, jetzt gehen wir hier vor. Ich würde da vorne mein Camp aufschlagen. Ganz frech hier, oder? Da können wir da drüben ab und zu mal die Königin... jagen ihn. So, jetzt machen wir... Das wird ganz provokant werden. So. Hast du... Das hier gibst du mir mal. Dann nimmst du mal ganz kurz nochmal das ab. Dann baue ich jetzt den Kartenraum. Nee, die Werkstätte, den... Gefährten, den hier. So. Oh, ungültige Gebäudeplatzierung. Komm, mach keinen Scheiß. Wie weit muss ich hier weg? Kann das sein? Aber dann mache ich es anders. Dann gehe ich an meinen bevorzugten Platz. Muss ich ihn dir geben, damit ich wieder reiten kann? Nach Gewicht absteigend. Okay. Dann machen wir es anders. Dann gehe ich rüber zu meinem bevorzugten Platz. Da bin ich dann auch am Wasser. Ja, ja, du mich auch. Vor allen Dingen kann ich da nebenbei, wenn ich da bin, auch mal ein bisschen Essen farmen. Oh, passt durch, okay. Da drüben, das ist dann... Weil ich hab's dann hier, wenn ich hier reinschwimme, nicht weit. Ich kann vorne wieder hoch. Weil dann ist das mir gerade lieber wie... So. Kinders, könnt ihr mal euch um den da kümmern? Der hat sich geduckt, der Sack. Den da, genau, danke. Also, dann gehen wir hier auf das Setup.
Dann holen wir uns noch mal die Sachen. Dann habe ich jetzt hier genau das. Das haben wir schon mal erledigt. Und dann baue ich noch meine Zelte hier auf. Ich schlage mein... Da habe ich... Nee, nicht das hier. Das hier will ich... wo habe ich denn die? Ich habe doch die Zelte mitgenommen. Habe ich die wieder eingetütet? Oh nee, komm. Weil ich... Nee, das kann nicht sein. Keine Sortierung. Hast du die Zelte drinne? Nee. Oh. Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Nach Typ. Keine Sortierung. Okay. Dann kommt jetzt ein Sandsturm. Auch gut. Ich tue mal kurz den hier metzgern. Ich verstehe es jetzt nicht. So. Du kannst mal schon mal das hier hergeben. Muss jetzt eh gleich die hier aufziehen. Das brauchen wir nachher eh. Kann ich mal kurz Holz sammeln. Das kommt dann hier rein. Da sind... Egal, ich... Ist mir wurscht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Nicht genug Kontakt mit dem Boden jetzt. Wieso krieg ich... Ich habe doch eine Sandsturmmaske. Nee, habe ich nicht. Jetzt habe ich sie auf. So. Das ist aber arg niedrig eigentlich. Ich hatte das höher in Erinnerung. Aber ist egal. Dann haben wir noch das hier. Das können wir da hierher eher platzieren. Ja, das ist gut. Und dann habe ich nämlich hier auch eine Bettstatt. Das können wir auf jeden Fall mal platzieren. Aber nee, das kann sein. Ich habe da auch Teppiche mitgenommen, genau. Mache ich dann anders, das nochmal kurz ins Inventar. Da machen wir ein Lager drauf. So, hier habe ich 100% Schutz, gut. Und da drüben können wir auch noch ein Berberteppich hin. Kann ich das so? Ah, ne, das ist blöd. Er steht ein bisschen weg. Wie das jetzt aussieht. Na komm, so ist okay. So, das heißt, eingerichtet sind wir. Ist jetzt nicht der letzte Schrei, aber wir können jetzt nochmal drüber gehen, das erstmal die andere Mütze aufziehen. Und wir können jetzt mal drüben noch gucken. Noch einen kleinen Rundgang, wenn ich jetzt nichts finde, dann wäre das hier aber so der Part, wo ich die nächsten paar Sorceries, also Neustarts, schauen würde, ob ich was Passendes finde. Alternativ würde ich wirklich Stänkern anfangen und mich kloppen, damit ich eben die, wo jetzt momentan kein sinnvoller T4 da ist, resettet. So. Wie gesagt, kompetenten Handwerker unterwerfen. Das wäre auf jeden Fall... Was haben wir hier? Alchemist. Oh, Alchemist, da haben wir doch was. Pferdl, reiche mir bitte die Kugeln.
Und ich brauche einen zweiten Alchemisten. Wo Doch, ja klar, den kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Scheiß drauf, das ist ja wurscht. Hauptsache, die Station ist besetzt. Bums, da schläft der Erste. Ah, die ist zäh. Da könnte es sein, dass ich sogar wirklich drei Kugeln brauche. Mal gucken, ob ich sie auf 50 runterkriege, bevor die Dunstwolke uns verlässt. Aber gerade so, hä? Sehr gut. Also, dann gehe ich mal hier auf das Setup zurück. Darf hier schon mal die Dame abholen. Dankeschön. Viertel, du nimmst mir bitte Nummer 1. Eine Miezekatze, die nehmen wir auch mitkommen. Die wundert sich jetzt gerade so, was ist mit meiner Kollegin passiert? Komm. Okay, dankeschön. So, das ist Nummer 2. Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir einen Kämpfer finden. Dann wäre das in einem Aufwasch hier erledigt. Weil die sind dann ein bisschen bewusstlos, also das wäre jetzt nicht das Problem. Wobei, warte mal, wie war das mit dem Reisejournal? Einzig arbeiten, Kampf durch, muss ein Dings muss ich platzieren. Was bist du? Pfeilmacher brauche ich jetzt nicht gerade. Ich. Das ist frech, gell? Carpenter. Okay, nee, Priester brauche ich eh nicht. Und da vorne können wir mal gucken, ob ich da auf einem Ding treffe. Auf. Es laufen hier eigentlich immer mehrere Captains rum. Okay. Alchemist, Alchemist und. Na, Alchemist, es ist Alchemistentreffen hier immer. Fighter, Dancer, Fighter. Drüben stehen noch welche, aber da ist auch kein Captain dabei, das sehe ich schon. Aber ein Journeyman brauchen wir nicht. Das könnte ein Captain sein, oder? Aus dem männlichen, oder nicht im weiblichen, wenn schon, denn schon. Gerber brauche ich nicht. Koch könnte ich gebrauchen, aber nicht jetzt. Pfeilmacher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Rüstungsmacher und Dreier wäre nicht schlecht. Okay. Also, dann machen wir das so. Dann nehmen wir den Pfeilmacher noch mit. Das ist der dritte. Dann liefern wir die ab und dann hole ich noch schnell mir den Captain, der da auf der anderen Seite rumgelungert ist. Und das Riesenrad, das ich da aufgebaut habe, das würde ich nach dem Dings dann in einen von diesen Gefängniswägen umwandeln, weil das passt dann besser zu so einem Camp. Finde ich. Und dann würde ich auch da gibt es einen Statzenherd. Oh, da habe ich, das ist ja schön. Nimmst du den bitte? Dankeschön. Unser Pferdl, du hast... So. Aber eigentlich ist mir eingefallen, eigentlich sollten wir uns zuerst das die Maske von der Hexenkönigin besorgen. Ups, Vorsicht, 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 kein Rempler. All dieweil das eigentlich rein vom Level her das nächste wäre. Oder... Wir gucken mal im Dungeon, welche Reihenfolge da ist.
ist nicht zufällig einer dabei, ne. Okay, dann tun wir es die mal kurz abliefern. Das Einzige, was an dem Lager, wenn es so ist, ein Nachteil ist, ich habe keine Fundamente. Das heißt, wenn ich mich da aufhalte, werde ich trotzdem eine Purge bekommen. Aber das ist mir erstmal egal. Wie gesagt, da kommt ja nachher dann eh der Wagen hin. Ah, das war's schon. Ich musste nicht mal fertig gedönsen. Okay. Dann würde ich jetzt trotzdem noch schnell den Handwerker. Das wäre dann das nächste, oder? Den muss ich ja eh platzieren, okay. Pam, 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 pam. Den muss ich idealerweise platzieren, bevor meine Begleiterin Level 20 ist, damit die dann, wenn die dann Level 20 wird, eventuell sogar den Schritt abhakt. Dann wäre es ideal. So, jetzt muss ich hier nochmal vorsichtig durchgehen. Nochmal kurzer Check. Aber ich habe doch hier vorher die... Wäre nicht... das ist kein Captain. Kein Captain. Kein Captain. Habe ich ihn denn vorher gesehen? Ein Fighter... manchmal stehen die hier auch aus und halten Wache. Hier ist wieder dieser Gizan der Schatzsuche, den wir im Prinzip im Gedings getroffen haben. Oben an der Straße von Gedöns da. So, da ist niemand. Okay, alles klar. Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Der sollte natürlich idealerweise auch nicht spazieren laufen. Das ist blöd. Weiter. Wenn ich den jetzt nicht finde, wäre es mir... Da ist er doch, Captain. Okay. Ich hoffe, die zählt. Wenn nicht, ist auch egal. Oh, die ist zäh. Schaut euch das an. Da werden wir mehr wie zwei Kugeln brauchen, denke ich. Oh ja. So, die fällt aber immer noch nicht um. Wie viel hat sie denn noch? Nicht okay. Aber das ist egal. Das ist wurscht. Der nächste läuft eventuell rein und fällt um. Nee. Es könnte sogar sein, dass die Kugel noch nicht langt. Die weiß auf 30. Yeah, okay. Muss ich immer wieder welche machen. Kann man schnell was... Nee, ich tue jetzt aufpassen hier. Schnell was essen. Oh, die Miezekatze darf ich nicht vergessen. Essen, essen, essen. Da ist Essen mit Fleisch da. Wie viel hat sie noch? Ist egal. Und ums, alles klar. So.
Okay. So, und jetzt geht's wieder zurück. Und das ist das. Oh, wäre nochmal eine Miezekatze. Ah, da hätte ich auch gucken können, wer das da drüben ist. Ist das zufällig? Ich habe eh keinen Platz mehr. Ich habe eh keinen Platz mehr. Ja, war es wieder ein bisschen länger, aber ich glaube, es war trotzdem okay, oder? Ich habe noch einen Punkt, wo auch in den Kommentaren ich einen Hinweis gekriegt habe. Könnt ihr euch um den Onkel kümmern? Oder eine Info oder einen Tipp? Und zwar geht es um die Säure. Es gibt ja diese Waffen, die sind mit Säure getränkt. Und da war der Tipp, die kann man auch nehmen. Das wird ja dann auch einfacher gegen Untote vor allen Dingen. Blutung ist klar. Wobei es gibt Erkrankten. Das ist das, was auch bei Untoten geht. Und da gibt es noch Gorshing, oder wie das heißt, auch nicht Gorshing, doch. Es gibt nochmal einen Effekt, aber den habe ich bisher nur auf legendären Waffen gesehen. Das ist auch eine Art Blutungseffekt. Der steckt aber linear hoch, also pro Stapel 1 drauf. Und tickt dann maximal mit 20 Stacks pro Sekunde. Der geht auch bei Untoten. Und die Frage ist, und das ist das, was ich habe mir auch Videos danach angeguckt, weil ich war auch der Meinung, dass das rüstungszersetzende Element von diesem Säure, das wirkt erst, wenn die Rüstung komplett weg ist. Die zerstört wirklich die Rüstung, aber sie setzt den Rüstungswert, während sie zersetzt, nicht, nicht runter, sondern sie. Da habe ich was. Okay. Sondern sie zerstört nach und nach die Rüstung. Und wenn die dann kaputt ist, dann macht's Klick und der Gegner hat keine Rüstung mehr. Das heißt, dann ist im Endeffekt das so, dass die Rüstung faktisch nicht mehr zählt. Ja? Also, da muss man mal gucken. Da werde ich aber noch Tests machen, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, da können wir hier gerade so einen Snapshot machen. Das war's für diese Folge. Ich werde hier noch warten und bis dann die fertig gekocht sind auf dem Rad, werde dann das Rad in den Wagen umbauen. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall hier oben das ein oder andere Mal noch eine Runde ziehen. Vor allen Dingen, weil hier gibt es auch noch einen Boss in der Nähe. Das heißt, da haben wir ein bisschen was zu tun. Wenn die Folge euch gefallen hat, so dieser Mix aus Bauen und ja, hier ein bisschen so umschauen, war jetzt nicht so super spannend. Dann, ihr kennt's, Daumen nach oben würde mich freuen, Kommentare wie immer würden mich freuen und wenn ihr noch nicht zu den Abonnenten gehört, gerne auch einen Kanal abonnieren, dann könnt ihr auch die Blimmel aktivieren, kriegt mit, wenn ich wieder was hochlade. Ansonsten wäre es einfach toll, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier bei Conan Exiles, Bow & Dagger, mein ganz spezielles Gameplay mit verschärften Bedingungen, im Zeitalter des Krieges Kapitel 4, natürlich unter der Rubrik Gameplay mit Mods. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und immer schön gesund bleiben. Bye, bye.